Jetzt in Go. Wir campen mit den Chartstürmern Flow Rack. Außerdem fahren wir den neuen Ford Fiesta. Und wir testen den Toyota Yaris, und zwar blind. Go, das Motormagazin, powered by Turmöl. Tankbare Preise. Es gibt den Werbespruch, so weich, dass man es blind erkennt. Und genauso ist es auch bei Autos, denn jedes Auto hat gewisse Eigenheiten, an denen man es erkennen könnte. So riecht zum Beispiel ein Audi immer ganz anders als ein Mercedes. Oder das Lenkrad. Das ist bei manchen Modellen unten sehr typisch abgeflacht, sodass man, wenn man es angreift, sofort weiß, ah, das könnte jetzt ein Seat sein. Und genau deswegen hat sich meine Redaktion gedacht, schicken wir den Tom doch zu einer Blindverkostung. Der Test. So, da gehen wir es an. Meine Kollegen haben sich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Au, ich soll eine Blindverkostung machen. Ein Auto. Super, seht ihr nichts? Hört ihr nichts? Es sollte jetzt schon langsam hinter mir auftauchen. Na gut. Vielleicht ist es ein Schwimmwagen. Ich weiß es nicht. Das sitzt da. Hallo? Hallo. Ja? Geht's los? Ich hab da was für dich. Ja? Spannend. Schönes neues Auto. Super. Schauen wir mal, ob du erratst, was das ist. Einmal die Formen ertasten. Obwohl, so richtig mag mir das Licht noch nicht aufgehen. Scheint aber ein Kleinwagen zu sein. Okay. Lenkrad, eine Naht. Gut, das ist kein Leder, aber es greift sich gut an. Da habe ich ein Stück Feder rutschen. Ha, zwei Metalle, ist ein Automat. Gut. Okay. Das ist ein Elektroauto scheinbar. Ja, Blindverkostung hast du blind vor, oder? Ab geht's. Das machen wir natürlich nicht. Ein Toyota. Na gut. Kein sehr großer Toyota. Es wird ein Yaris sein. Naja, von mir aus bin ich noch nie gefahren. Zum Yaris an sich. Toyotas Kleinwagen ist recht neu und frisch auf Österreichstraßen und zeigt mit seinem aufregenden Design, wo sich die Marke künftig hinbewegt. Man möchte wieder mehr Spaß in die eigenen Fahrzeuge bringen. Mit seinen dynamischen Linien und knackigen Proportionen ist das schon mal rein optisch gut gelungen. Der Toyota Yaris ist gefällig, aber aus keinem Winkel beliebig, sondern für einen Kleinwagen durchaus spannend. Ja, fein. Ich würde sagen, ab in die Stadt damit. Denn die Stadt ist sein Jagdrevier. Hier kann der Yaris all seine Vorzüge ausspielen. Nicht nur, dass der Yaris zackig um Ecken marschiert, hier kommt man auch in den vollen Genuss des Hybridsystems. Streckenweise fährt der Toyota Yaris nämlich rein elektrisch. Leise, komfortabel und vor allem umweltfreundlich. Der Hybrid-Antriebsstrang basiert auf einem 1,5 Liter Vierzylinder und stellt eine kombinierte Leistung von 73 PS zur Verfügung. Im Mix-Modus sollen nur 3,6 Liter Benzin durch die Brennräume laufen. Das Wechselspiel der Antriebseinheiten macht sich im Stadtbetrieb kaum bemerkbar. Nur bei abrupter Beschleunigung hört man den Motor kurz Hallo sagen. Das stufenlose Automatikgetriebe passt bestens zum japanischen Cityflitzer und glänzt mit seiner sympathischen Unauffälligkeit. Der Wiener Stadtverkehr macht es dann auch endlich mal möglich, einen genaueren Blick auf das Innenleben des Yaris zu werfen. Gute Materialien treffen auf sehr gute Verarbeitung. Alles nach der hohen Kunst der Ergonomie am richtigen Platz und vor allem selbsterklärend. Besonders erfreulich ist das reduzierte Design des Innenlebens, das so seine Highlights noch stärker in den Mittelpunkt hebt. Apropos Mittelpunkt, es wird Zeit fürs Fazit. In der Blindverkostung hat er mich ja ein klein wenig in die Irre geführt, aber fahrenden und sehenden Auges kann ich dem Yaris nur ein äußerst gutes Zeugnis ausstellen. Denn mit seinem Hybridsystem und seiner wirklich guten Verarbeitung weiß er nicht nur in der Stadt, sondern auch über Land und überhaupt im urbanen Raum zu überzeugen. Ab dem Moment, wo Henry Ford die Fließbandproduktion in der Automobilbranche einführte, ging es mit dem Handwerk
bergab. Sukzessive wurden Menschen durch Roboter ersetzt und so sieht man auf modernen Fertigungsstraßen eigentlich kaum noch eine Menschenseele. Aber das bedeutet nicht, dass das Handwerk in der Automobilbranche ausgestorben ist. Der Check. Ein modernes Automobil besteht aus zigtausend Einzelteilen, die in großen Fabriken hauptsächlich von Robotern zusammengefügt werden. Menschen findet man in Automobilwerken nur mehr für Fertigungsprozesse, die für Maschinen nach wie vor zu komplex sind. Klassische Handarbeit, wie noch vor wenigen Jahrzehnten, gibt es aber heutzutage nicht mehr. Das bedeutet aber nicht, dass das gute alte Handwerk im Automobilbau ausgestorben ist. Ein echter Handwerker zum Beispiel arbeitet in der Fahrzeugentwicklung, der sogenannte Clay-Modeller. Sein Job ist es, lebensgroße Fahrzeugmodelle zu erstellen. Das sogenannte Clay ist das Tonmodell, das wir von dem Fahrzeug machen. Die Designer zeichnen das Design am Computer und wir reproduzieren es in Originalgröße, damit sie es analysieren können und damit sie sehen, wie gut ihr Design tatsächlich ist. Er arbeitet mit seinen Händen und Werkzeugen. Er betreibt also echtes Handwerk. Es ist durchaus faszinierend, wie er aus einem großen Klumpen Ton ein 1:1 Modell eines kommenden Fahrzeuges fertigt. Sein Job dient dazu, um Designs in Originalgröße umzusetzen. Er lässt die Träume der Designer zum allerersten Mal in 3D auferstehen. Nun ja, die Designer machen Zeichnungen auf Papier, dann übertragen sie diese auf den Computer und dann sind wir dran und fertigen 1:1 Tonmodelle. Dann wird das Design mit dem am Computer abgeglichen, um zu sehen, ob es korrekt ist oder korrigiert werden muss. Ist das der Fall, passiert das dann am Tonmodell. Mit präzisen Bewegungen wird der weiche Ton so lange in die Form gebracht, bis das gewünschte Endergebnis passt. Wenn das Tonmodell fertig ist und alle Beteiligten damit zufrieden sind, wird das Design gescannt und in Serie gebracht. Das hier wird jetzt mal für eine Weile eingelagert. Aber da es Ton ist, können wir es jederzeit zerstören und das Material für ein neues Modell verwenden, falls das nötig wird. Der Tonkünstler ist aber nicht der einzige Handwerker bei Seat. Gleich nebenan liegt der sogenannte Trimshop. Hier arbeitet Nick Allen. Er ist gelernter Sattlermeister und sein Job ist es, uns den Innenraum eines neuen Seat so angenehm wie möglich zu machen. Das perfekte Material an der richtigen Stelle ist seine Passion. Es ist sehr wichtig, wirklich wichtig. Ich denke vom Anfassen des Armaturenbretts, welches aus Plastik ist, aber es ist ein weiches Plastik mit einer anderen Maserung. Dann das Lederlenkrad, wenn du es anfasst. Hast du dieses weiche Feeling von gutem Leder? Denn du weißt, wenn du ein schlechtes Leder anfasst, dann weißt du auch sofort, dass es ein schlechtes Leder ist. Und wenn du gutes Leder anfasst, dann denke ich mir, ja, das ist es. Das haben wir entwickelt. Es ist weich. Du fühlst es. Also ja, es ist wichtig. Auch wenn weite Teile im Fahrzeugbau schon vollautomatisiert ablaufen, ist das echte Handwerk noch nicht tot. Anhand des neuen Seat Ibiza sieht man ganz gut, dass die Perfektion von Maschinen und die Passion von Menschen nach wie vor für das beste Endergebnis sorgen. Der Honda Civic ist ein echter Megaseller und er wird sich auch hier am Red Bull Ring ganz besonders wohlfühlen. Vielleicht jetzt nicht bei den E-Mobility Days, aber auf der Rennstrecke an sich kann man mit dem sportlichen Japaner schon ganz gut Gas geben. Mittlerweile in der 10. Generation ist seine Spreizung an Modellen größer als je zuvor, denn in Österreich bekommt man ihn jetzt wieder als viertürige Limousine und als fünftürigen Kompakten. Für uns Grund genug, uns mal beide zu schnappen und auf den Zahn zu fühlen, wo denn eigentlich das typische Honda-Gen liegt. Der Test. Man mag es ja fast nicht glauben, aber bei Honda parkt bereits die 10. Civic-Generation in den Schauräumen. Bei der jüngsten Version besinnt sich Honda auf die alten Werte des Unternehmens zurück. Charakter,
Zuverlässigkeit, ein durchaus sportlicher Unterton und eine breite Spreizung an Talenten. Diese Grundeigenschaften schätzen Honda-Fans seit Jahrzehnten an der japanischen Marke. Deswegen kommt der neue Civic wie gehabt als kompakter Fünftürer und jetzt neu auch als eleganter Viertürer. Die beiden Modelle unterscheiden sich grundlegend in ihrem Auftritt. Wo der Rote das Vollblut gibt, glänzt der Graue mit mehr Eleganz. Trotzdem pflegen beide den sportlichen Auftritt. Ein Civic liegt nämlich bereits im Stand, gut auf der Straße und zeichnet sich durch eine kraftvolle und dynamische Optik aus. Die Linienführung kann man beim Fünftürer durchaus als aggressiv bezeichnen. Vor allem mit den LED-Tagverlichtern ergibt sich ein recht angriffslustiges Erscheinungsbild im Rückspiegel. Hier nutzt man gekonnt Designelemente, die der Über-Honda NSX eingeführt hat, und transportiert diese gekonnt für ein breiteres Zielpublikum. Bei der Civic-Limousine wird durch den Einsatz von Chrom ein wesentlich distinguierter Eindruck geschaffen. Die Limo wirkt dadurch erwachsener und weniger verspielt. Beide fühlen sich aber wie echte Civics an. Erreicht wird dieses typische Honda-Feeling durch komplett neu entwickelte Fahrwerke und Motoren. Mehr Fahrspaß stand hier ganz oben auf der Entwicklungsagenda. Das deutlich straffere Fahrwerk und zwei neu entwickelte Turbomotoren unterstreichen dabei den dynamischen Charakter. Moderne Assistenzsysteme wie das Stabilitätsprogramm Agile Handling Assist verbessern zusätzlich den Fahrkomfort und die Fahrsicherheit. Egal, ob man sich für das knackige 6-Gang-Schaltgetriebe oder das CVT-Automatikgetriebe des Civic entscheidet, die ausgefeilte Aerodynamik des neuen Civic sorgt für optimale Bodenhaftung. Gut, im Alltag, bei Stadtbetrieb oder in 80er-Zonen auf der Autobahn spielt Aerodynamik eine untergeordnete Rolle. Aber spätestens, wenn man ein freies Stück Straße unter die Räder nimmt, merkt man, wie satt der neue Civic auf der Straße liegt. Das Hirnschmalz, das in die Entwicklung geflossen ist, wird offensichtlich. Vom geräumigen Cockpit mit seiner weiten Rundumsicht hat man die Ideallinie immer gut im Blick. Generell ist das Cockpit des neuen Civic sehr gelungen. Ergonomie und Verarbeitung passen perfekt. Unser Go-Fazit zu den neuen Honda Civic Modellen: Sowohl Limousine als auch Fünftürer sind am Punkt der Zeit. Moderne Fahrzeuge, deren Erfolg auf Österreichstraßen recht rasch zu sehen sein wird. Auch wenn tendenziell die Mehrheit zum Fünftürer greifen wird. Das war's auch schon mit Teil 1 von Go, das Motormagazin. Aber dranbleiben, denn gleich geht's weiter mit diesen Highlights. Gleich in Go. Wir treffen die Chartstürmer Flo Rag. Außerdem fahren wir den neuen Ford Fiesta. Also unbedingt dranbleiben.